Wir waren die Exoten. Ne? Man hat uns damals ja gesagt, also die Amerikaner tragen die Unterhemden, die bis hierher, deswegen kriegen sie ja die Mädchen. Und wir sind die Italiener damals, ich weiß nicht, ob das die Leute hier aufgefallen ist, alle mit diesen Hemden gelaufen, diese Unterhemden. Wir wollten ja auch die Mädchen genauso haben wie die Amerikaner. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man sagt, Tamam, Tamam. Also ich habe ihm auch so gemacht. Auf einmal ist er ärgerlich geworden und weggegangen. Ich war Berufsschullehrer in der Türkei und 11 Jahre lang. Mein Fach war technische Zeichen, Berufstechnologie und Werkstatt. Und ich verdiente auch gut, also mein Gehalt war wunderbar, gut. Aber ich hatte 2 Brüder, die hatten mehrere Kinder. Die haben keinen Beruf erlernt. Von meinem Gehalt gab ich ihm gerne etwas, ihm etwas, ihm, aber mit einem Tropfen auf heißen Stein. Dann habe ich meinen Beruf aufgegeben und hierher gekommen. Zuerst beim türkischen Arbeitsamt musste man einen Antrag stellen und dann die deutsche Firmen, in der Türkei gab es auch in Ankara, in Istanbul, in der Provinzstadt Ankara, Istanbul, deutsche Verbindungsstellen. Und die haben zentral, türkischen Arbeitsamt zentral mitgeteilt, wir brauchen, sagen wir, Sattler oder wir brauchen Schneider oder Schreiner oder Bergleute und so weiter, Polsterer, was weiß ich. Und als ich mich bei Arbeitsamt, türkischen Arbeitsamt angemeldet habe, kurz später habe ich einen Bescheid bekommen, schriftlichen Bescheid bekommen und eine Firma verlangt Dach. Decke. Aber als ich zu deutscher Verbindungsstelle kam, mein Diplom gezeigt, also durch Dolmetscher, und der Deutsche sagte, nein, ich möchte Sie nicht als Dachdecker zu einer Firma schicken, das ist kalt, Winter und so weiter, ich schicke Sie zu einer Polstermöbelwerke. Also vom Zahn, Augen, Ohren bis Fuß und bis hinten. Alles untersucht und die deutschen Firmen wollten gesunde Menschen haben. Dann kamen wir nach Istanbul. Wir haben je ein Essen-Packchain bekommen. Wir hatten einen Holzkoffer, ein paar Klamotten drin und klar, Krawatte, schön angezogen, damit die Deutschen nicht sagen. Und ja, in einem Arbeiterzug, 800 Leute waren drin. Ich weiß nicht, wie viele Tage hat das gedauert. Und wir sind zuerst nach München gelandet. Und in München, also wirklich, die Deutschen haben so schön geplant. Wir haben in einer Baracke gewohnt. Diese Baracken
hatten ja mehrere Zimmer, ungefähr 18 bis 20 Quadratmeter. Und in diesem Zimmer waren dann 8 Betten. Wir haben ja 25 Mark bezahlt pro Bett, nicht pro Zimmer. Was die Firmen haben mit uns auch noch ein Geschäft gemacht. Monatlich. Nicht schlecht. Monatlich, ja, 25 Mark. Aber wenn sie aber nur 21 Mark verdienen und bezahlen 25 Mark Miete, das macht sich bemerkbar. Aber wie gesagt, wir haben ja da in einem Zimmer gewohnt. Ich war ja der Jüngste von allen. Wir hatten aber keine Toilette gehabt. Das heißt, wir hatten eine Toilette gehabt. Toilettpapier haben sie uns einmal die Woche eine Rolle gegeben. Und alle 4 Wochen uns frische Bettwäsche gegeben. Ich dachte, dass wir am ersten Tag so einen Rundgang in der Firma und so weiter mit Krawatte, mit weißem Hemd, mit Jacke und so weiter. Ich war Lehrer und in der Türkei, ich hatte guten Anzug und so weiter. Und wir sollten direkt am Band arbeiten. Und Krawatte rutschte so. Und die deutschen Kollegen guckten und lachten, dass er mit Krawatte, ob er Chef ist und so weiter, die haben es in sich lustig gemacht. Und da kam einer, 1,45 Meter, 1,50 Meter, und der hat Leute gesucht für seine Firma, aber ohne Verträge. Ja, und da kam er zu mir und hat mich dann abgefummelt, Muskel. Die Schwülen, also so Hornhaut, hat mich aber für gut befunden, aber noch nicht ganz, ich sollte ja noch den Mund aufmachen. Dann hat er mich für gut befunden und hat mich dann in einen VW-Bus nach Höchst mitgenommen, die Fahrt weg. Da war ein Zettel an der Tür, Zutritt für Italiener verboten. Da haben sich ja welche gestritten, hat einer eine andere erstochen. Es war ja, aber es war noch lange kein Grund, dann alle zu verurteilen. Aber die haben das ja gemacht. Zutritt verboten. Ich habe ja, wie gesagt, mittlerweile dann in Höchst gewohnt, in die Kommainzer Straße. Und wir mussten immer vor diesem Lokal laufen, vorbeilaufen. War mein Vater. Die haben sich aufgeregt, aber sie nicht rein. Es gab ja auch so viele Lokale, die können auch woanders hin reingehen können. Aber nein, die wollten ja da rein, wo es verboten war. Aber die sind hier rein und die sind ja auch rausgeschmissen worden. Ne? Weil man hat uns ja sofort erkannt, wie wir angezogen, rumgelaufen, ziemlich jämmerlich rumgelaufen, angezogen. Finanziell geht uns viel, viel, viel besser. Auf der anderen Seite, wir haben auch, ich habe hier viel gelernt und viel deutsche Bücher gelesen über Kultur, über Geschichte und Gedichte und so weiter. Aber sie irgendwie habe ich Heimweh. So Heimweh nach Italien hatte ich ja noch nie empfunden. Da habe ich ja gemerkt, Mensch. Deine Heimat ist nicht mehr Butera, deine Heimat ist nicht Italien, deine Heimat ist Frankfurt.